Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Odyssey. Mit dem Ralf von der letzten Folge haben wir diesen Künstler befreit. Er hat einen Weg auf dem Meer zurückgelegt und sind nun auf einer Insel, bei der ich nun ein paar Nebenmissionen mache. Unter anderem eine Nebenmission für ein kleines Mädchen, das hier unten dieser Lagune unter anderem ein paar Perlen haben möchte. Wir schwimmen hier rum und klar, wir lassen das Kind nicht hier drin schwimmen, wir machen das doch nicht selber. Und hier unten ist ein Schatz. Die Lagune, von der das Mädchen sprach. Aber bevor ich mich um den Schatz kümmere, muss ich mich erstmal um diesen Hai kümmern. Da. Drecksviech. Wo ist denn der Schatz? Noch weiter unten, oder? Ist denn noch eine unterirdische Höhle? Wie tief geht's denn hier runter? Ah, und hier geht's zum Schatz. Aber da muss ich kurz erst noch mal Luft holen. Da hat's was, da hat's was. Okay. Da hätte ich ein bisschen mehr erwartet. Das sind genug Perlen. Okay, die kann ich dann wohl nicht mehr aufnehmen. Oh. Wo kommen wir denn hier raus? Ah, hier wäre auch ein Eingang gewesen. Gut. Wo sollen wir das wohl wissen? Die verlassene Mine. Dann gehen wir da mal hin. Ah, die Minen. Dort gibt es die glänzenden Steine. Jo. Ein bisschen Fußmarsch. Aber die 100 Meter, die haben wir ja gleich hinter uns gelegt. Lululu. Ja, Jan, bin in wichtiger Mission unterwegs. Die verlassenen Minen mit den glänzenden Steinen. Oh. Eisen, immer wieder wichtig. So, Fackel an und gucken wir mal. Oh, da war was. Ich hab's doch genau gesehen. Und da auch. Okay, das war klar. Verrecke. Aha. Oh. Hallo? Will ich auch sagen.
höre dich doch, du Scheißschlange. Ach, da bist du. Wir brennen. Das reicht wohl noch nicht. Wackel ab. Ich habe Perlen und glänzende Steine. Jetzt zurück zu dem kleinen Mädchen. Kein Eisen mehr? Schade. Verbrenne. Kackviech. So. Zurück zum Mädchen. Das ging schnell. 7 Minuten. Läuft. Das Mädchen und ihre Freunde. Sie ist früher gekommen, als ich gedacht hätte. Ihre Freunde. Ich hab's schon fast gedacht. Sie hat keine richtigen Freunde, sie baut sich die aus Lehm. Es ist manchmal Fluchen und Segen, wenn man so ein bisschen Psychologie gehabt hat. Söldnerin, du kommst gerade recht. Meine Freunde sind endlich da. Ich sehe hier niemanden außer uns. Was? Dumme Söldnerin, siehst du sie nicht? Sie sind gleich da drüben. Der auf der linken Seite ist Theo und die auf der rechten Seite ist Erla. Spiele ich mit? Bin zwiegespalten. Bin ich eine böse Trampe oder sage ich... Nein, Cortana, mit dir habe ich nicht geredet. Die sehen nett aus, aber ich glaube kaum, dass sie wirklich als Freunde zählen. Wie meinst du das? Das sind meine Freunde. Ich habe sie gemacht. Das weiß ich ja, aber... Martha meinte, ich soll mir Freunde machen und das habe ich. Aber so macht man sich keine Freunde. Sag deiner Martha... Ich kann nicht. Sie ist tot, Söldnerin. Martha ist tot. Sie ging zu den Piraten. Und hat versprochen, so viele Drachmen mitzubringen, dass wir darin schwimmen können. Aber eines Tages ist sie zurückgekommen, Söldnerin. Ihr weißer Lieblingschiton war ganz rot. Und sie sagte, ich soll für mich selbst sorgen und mir Freunde machen. Aber ich hatte doch noch nie Freunde. Ich wusste nicht, was sie meinte. Und dann habe ich ganz, ganz doll nachgedacht und mir Freunde aus Ton gemacht. Habe ich einen Fehler gemacht? Martha ist doch nicht böse auf mich, oder? Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Ich kann das doch nicht ermutigen. Du musst damit aufhören. Was machst du da? Die sind für meine Freunde. Das sind nicht deine Freunde. Das sind nur Tonklumpen. Man kann es doch ein bisschen... Ach, Cassandra.
Das kann man noch ein bisschen sensibler sagen. Du brauchst echte Freunde. Geh in die Stadt, finde Gleichaltrige. Du kannst hier nicht allein leben. Aber die Leute in der Stadt haben mich weggeschickt. Sie sagen, ich bin verflucht. Dann geh woanders hin, zu anderen Leuten. Es gibt genug gute Menschen. Du verstehst es einfach nicht. Du bist nicht ich. Du verstehst das nicht. Geh weg! Ich hätte gerne eine andere Option gehabt, noch zu reden. Egal, ich habe eine neue Fähigkeit. Irgendwas investiere ich denn? Aussichtspunkte synchronisieren. Oh, 200% Kriegerschaden. Da ich den Spatenkick jetzt so häufig anwende, macht das ja Sinn. Speerstufe 5? Warum Speer? Achso. Leonidas Speer. Jetzt wird ein Schuh draus. Ja. So. Haben wir das erledigt? Zwar nicht so, wie ich das mir wünschte, aber naja. Man kann ja nicht alles haben. Also war die Cassandra auch unsensibel, hey. Ich sollte später mal nach ihr sehen. Ah, die Quest ist dann noch nicht vorbei. Das ist schon mal gut. Das, wenn ich mit der Quest fertig bin, kann ich zu ihr zurückgehen. Vielleicht kann ich es dann ja gerade biegen. Weil eigentlich ist ja Cassandra genau die Richtige, um das Mädchen zu helfen, weil sie selber wurde doch als Kind verstoßen. Mann, muss doch wissen, wie das ist. Eieieiei. Jetzt machen wir erstmal das. Hui! Also diese Insel hat eine angenehme Größe, da kannst du überall hinlaufen. What the fuck? Was geht denn hier ab? Wir sehen uns dann bei der Auswahlzeremonie, meine Damen. Vor allem hoffe ich, dass du kommst. E-Mail bekommen. Lass mich raten. Er ist reich. Das ist Aetios, der Spross der einflussreichsten Familie auf Chaos. Und morgen ist die Zeremonie zur Wahl seiner Gemahlin. Ich brauche Eros Segen, damit er mich wählt. Du willst sein Vermögen heiraten? Nein, meine Liebe gilt Aetios, nicht seinem Reichtum. Selbst wenn deine Liebe für ihn echt ist, haben die Drachmen sie verstärkt. Nein, ich liebe ihn wirklich. Bete lieber wie alle anderen auch. Nein, ich muss ihm auffallen. Wenn ich dasselbe mache wie alle anderen, werden mich weder Eros noch Aetios erwählen. Ich muss etwas tun. Egal was. Irgendwas? Ja, egal was. Eros? Bitte. Seine Ohren sind taub vom Geplapper dieser Frauen. Lass mich helfen. Ich bin eine Hexe der Hekate, der Göttin der Zauberei und Magie. Ich habe das Richtige für dich. Einen Liebestrank. Das funktioniert doch nicht. Lächerlich. Liebestränke sind ein Mythos. Ich kaufe ihn dir ab.
Bitte, verkauf ihn mir und lass es die anderen nicht hören. Ich brauche dein Geld nicht. Ich verkünde Hekates Werk kostenlos. Aber ein Liebestrank wird für den Kunden maßgeschneidert. Ich muss ihn erst brauen. Nur für dich. Und sobald der letzte Tropfen deine süße Kehle benetzt hat, strahlst du eine pure, unwiderstehliche Schönheit aus. Aetios wird sich sofort in dich verlieben. Zuerst brauchen wir zwei Dinge. Ein Fass vom besten Wein und ein paar wilde Pilze. Ach, wo kann ich das auf die Schnelle finden? Ich wilde Pilze. Die Söldnerin wird es dir gerne besorgen. Bitte, Söldnerin. Bitte, du musst mir helfen. Im Namen der Liebe. Und für einen Haufen Geld. Ich gebe dir alles, was ich habe. Wenn Aetios mich wählt, werde ich dir sogar noch mehr geben. Oh. Ich kann mir schon denken, wohin das führt. Aber ich gehe mal mit. Ich besorge die Zutaten für deinen Liebestrank. Der beste Wein ist ziemlich vage. Wo finde ich ihn? Kürzlich ist ein Schiff mit teuren Weinen an Bord gesunken. Sieh dich im Wrack in der Piratenbucht um und du findest ein paar Fässer, wenn sie nicht schon von Piraten gestohlen wurden. Das Wrack liegt vor der Westküste der Insel. Wo finde ich diese wilden Pilze? Nein, nein. Eine Lieferung ganz spezieller Pilze ist im Zolllagerhaus eingetroffen. Hol mir ein paar von denen. Das reicht. Ich werde alles besorgen. Exzellent. Triff uns beim Tempel auf dem Hügel, wenn du fertig bist. Speit ist gleich weit weg, so ein Kack. Na, gehen wir erst mal links rum. Dem Wein. Ich hoffe, die Piraten waren noch nicht hier. Ich glaube, dass da eher was anderes auf dich wartet, Cassandra. Ein paar auch noch. Die sind doch schon da. Ich habe zuerst bloß den Hund gesehen. Ich dachte, das sind alles Hunde. Das muss das Wrack sein, von dem sie gesprochen hat. Hä? Was? War das? Keine Ahnung, Mama. Okay. Die haben alle viel Leben. Okay, der sieht mich nicht. Und lass mich ja in Ruhe, du scheiß Viech da. War klar, dass das Vieh mich wieder sieht. Kackvieh, ich hast meine Decken kaputt gemacht. Das wollte ich nicht. Okay. Hm.
Ciao. Was? Fragt mal die anderen. Geh mal fliegen. Ich bin nicht weg. Mal lass mal Hundi kaputt. So. Das war einfach. So. Plündern, plündern. Hallo? Alles mitnehmen. Mehr Wein ist nicht übrig? Sonst wurde schon alles geplündert. Alles gesoffen. Ihr Schweine. So, du musst darauf für deinen Bruder sterben. Du auch. Wen stinke ich? Ihr habt mir meinen Hinterhalt vergeigt. Hau nicht ab, du Kackviech. So. Und du kommst auch noch dran. Okay. Zack. Ihr Drecksviecher. War da was? Nö. Hat gerade so ausgesehen, wie der weiße Biere. So, jetzt muss man dieses Zollamt. Was ist das Lager? Die wilden Pilze müssen irgendwo da drin sein. Könnt ihr wetten, dass es irgendwelche Drogen sind, so halluzinogene Pilze, wenn die den Wein trinkt, dann wird sie, nun ja, muss mal, ja, besser kann ich es glaube gerade nicht beschreiben, sie ist auf jeden Fall drauf. Lager der Hafenbehörde, suche ich mal nach diesen Pilzen. Das wo? Ach der. Hat er sich da hinten jetzt geheilt? Warum stirbst du? Alter, ich hab doch gedrückt. So, bam, auf die Fresse. Wein und wilde Pilze, das war alles. Ich sollte jetzt zu dem Mädchen und der Hexe am Tempel. Wo ist der Schatz? Wenn ich schon mal hier bin, dann plündere ich auch den Schatz.
Alter, so schnell kannst du den nicht mit aufheben. Alter! Hau der einfach ab. Oh. Das ist nett. Komm doch. So, dann mach dich mal ein bisschen Feuer um hintern. Bam. Bam. Gute Nacht. Söldner erledigt. Oh. Wollt ihr nicht mit aufnehmen? Das sind schön liegen. Das hier haben wir. Und wo sind jetzt die Vorräte, die ich noch zerstören muss? Ja. Vernichtet. So, das Ganze mal so nebenbei gemacht und weiter geht's. Mittlerweile komme ich auch ganz gut ins Kampfsystem rein, wie man sieht. Was aber nicht heißen muss, dass es dann doch mal Momente gibt, wo ich total abnobe. Ja, lass mich mal durch. Weil das Kampfsystem doch deutlich anders ist als in Origins. So. Ja, ich weiß. Ich sehe es auf der Karte. Hier ist alles, was du wolltest. Ich danke dir vielmals. Nun brauche ich noch ein persönliches Artefakt. Die letzte Zutat. Gut, jetzt ziehe ich es auch durch. Was brauchst du noch, Hexe? Nein, nein. Sie kann mir geben, was ich brauche. Was es auch ist, ich gebe dir, was du brauchst. Wir brauchen nur eine kleine Strähne deiner schönen Locken. Dein Teil ist erledigt, Söldnerin. Komm zur Auswahlzeremonie bei Aetios Haus, um die Früchte deiner Arbeit zu sehen. Es ist das mit dem schönen Meerblick. Du musst kommen. Sobald Aetios mich ausgewählt hat, werde ich dich für deine Dienste bezahlen. Ich hoffe, er hat die Taschen voll Geld. Seine Liebe war nicht billig. Komm, wir haben noch viel zu tun. Wir sehen uns bei der Zeremonie, Söldnerin. Interessant. So, und jetzt? Muss ich jetzt abwarten? Das ist ein bisschen weit weg. Artefakte sammeln. Da
Da brauche ich aber noch ein paar Fragmente, da muss ich noch ein paar von den Pissern töten. Aber genau, es sollte, da wollte ich noch kurz gucken. Ja, und den haben wir jetzt erledigt. Sind schon kurz vorm Aufstieg zum Rang 7. Nicer Dicer. Ja, wenn wir den Löwenbändiger killen würden, dann würden wir schon aufsteigen. Nice. So. Oh. What? Spartianische Polymatenhelm. Nett. Wenn ich die Zeit hier verstreichen lasse, sage ich danke fürs Zusehen und hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, wisst ihr, liken, subscribe und der Welt verteilen. Und wenn ihr es noch nicht schon längst getan habt, die Notation Bell aktivieren, damit YouTube weiß, dass ihr mehr von uns sehen wollt. Und wenn YouTube euch dann doch nicht benachrichtigt, wenn bei uns wo wie was abgeht, dann habt ihr noch Twitter und dort den Account von Dennis ein Follow reindrücken und auf alle Feed-Anzeigen einstellen. Twitter und YouTube sind verknüpft und wenn wir bei YouTube einen Blödsinn machen, Twitter euch raus. In diesem Fall kommt auch pünktlich zur Abmod auch wieder der gute Ikarus und wir sagen tschüss.